Heute wird es ganz österreichisch im Kochsalon. Es gibt Milzschnitten und eine Liebstöckelsuppe. Und das aus der Küche von Uwe Machreich vom Restaurant Triad in Bad Schönau. Danke, dass Sie in den Kochsalon gekommen sind. Gerne. Ich freue mich sehr. Ich habe es schon tausendmal gegessen, noch nie selber gemacht. Wenn Sie mir das hinlegen und sagen, was ist das? Ich wüsste, glaube ich, nicht, dass er Milz ist. Deswegen habe ich es mitgenommen. Danke. Ich habe es immer anders vorgestellt. Also, meine Damen und Herren, das ist eine Milz. Meistens halt in einer Rindsuppe drin, nicht? Aber so wie Liebstöckel, die Milz ist jetzt eine Rindermilz. Ja. Wir verarbeiten aber Lammmilz, Kalbsmilz, wir verwenden eigentlich alle, weil ein Tier hat für mich, glaube ich, die Ehre verdient, dass wir das ganze Tier verarbeiten. Ja, und deswegen verarbeiten wir die ganze Milz. Jetzt machen wir Lustocksuppe. Jetzt geben wir mal die Ehre, die Hauptrolle zu spielen in der Suppe. Genau, oder? Genau. Wie so machen wir das? Wir brauchen, weil es wird eine Cremesuppe werden. Gut. Wir brauchen Zwiebel, Sellerie als Basis, das ein bisschen Cremigkeit zusammenbringen in der Suppe. Ein bisschen Knoblauch geben wir rein und der Hauptakteur ist der Liebstöckel natürlich. Gut, machen wir mal einen Topf. Ein Topf mit Wasser war super, ja. Und wenn ich jetzt entweder Liebstöckel nicht so gern habe oder wenn ich es nicht frisch habe, was kann ich dann für Kräuter verwenden für diese Suppe? Also da kann man jetzt Petersil zum Beispiel ganz gleich oder nachher im Frühjahr, wenn der Bärlauch kommt, ja. Ganz gleich verarbeiten. Also welche Kräuter ich habe und gern habe. Genau, was halt eine schöne grüne Farbe zusammenbringt. Schnittlauch, ja, perfekt. Schnittlauch. Perfekt. Ja. Mach genauso. Ah, gleich blanchieren, nur muss man Schnittlauch fein schneiden und dann blanchieren. Okay. Aber gleich verarbeiten wie jetzt in den Liebstöckel, weil sonst habe ich so Fäden drin. Ja, und, ja, das ist stimmt. Wenn ich fein schneide, kommt es gar nicht dazu, dass ich Fäden habe. Einschalten? Genau, einschalten. Gehen wir ein bisschen Butter rein. Habe ich schon. Das schwitzen wir an. Da habe ich einen Knoblauch aus meinem Garten. Da geht es zackig zu bei Ihnen in der Küche, mein lieber Schwein. Mal schauen, dass ich mitkomme. Naja. Das ist jetzt für die Milchschnitten und das ist für die Suppe. Das ist für die Suppe. Mir wird jetzt einfach nur den Knoblauch noch mal ein bisschen andrückt. Ja. Haben wir gleich mit und fertig. Mit Manneskraft. Genau. Da wird man nicht lange herumfackeln. Nein, da haben wir keine Zeit für das. Milz. So groß ist eine Rindermilz. Genau. Wahnsinn. Habt ihr das schon mal gesehen? Ich nicht. Schön, oder? Schön, ja. Seite. Ist relativ, aber beeindruckend. Würde ich sagen. Die Milz hat ja ganz viele kleine so Sehnen und Häutchen da drin, oder? Ah, ja. Deswegen müssen wir die Milz vorher klopfen und ausschaben. Wenn ich ein großes Messer habe, kann ich es auf einmal ausschaben. Leichter tut man sich, wenn man es mittig halbiert. Noch. Und dann schaben wir das einfach so mit dem Messer so raus. Ach, das ist so ganz weich. Interessant, aber das muss einem jemand zeigen, weil das. Ja, und vor allem, da sieht man jetzt die ganzen feinen. Die Gefäße oder Sehnen, genau. Was das ist, ja. Wir wissen es nicht, aber es. Und so wie das, also bei einer Rindsuppe oder so, wenn wir Rindsuppe kochen, wir geben da immer entweder ein bisschen Leber oder irgendeine Innerei noch zusätzlich rein, weil es einfach fleischiger schmeckt. Dann, ja. Und genau das, die Haut und das, genau das dann wir auch in einer Rindsuppe nehmen. Okay. Zusätzlich noch. Ja. Weil es einfach diesen gewissen fleischigen Geschmack hat. Genau. Wir machen jetzt nicht so die klassischen Milzschnitte, so wo man auf ein Brot oben rauf gibt, sondern wir machen so ein bisschen schichtweise. Ah, okay. Ja? Ein Ildefonso von der Milz. So ungefähr, genau. Ja, so ganz fein müssen wir es nicht machen. Das sagen Sie jetzt. Ich bemühe mich da, perfekten Liebstöckel zu zupfen. Ja, ich schaue mir das immer zuerst ein wenig an. So gemein. Jetzt lassen wir das leicht, den Zwiebel leicht überkühlen. Ja. Und dann können wir ausschalten und dann können wir da stehen lassen. Und dann gehen wir einfach in die Milz dazu, schmecken das mit Salz, Pfeffer, wenn ich habe.
Ja, ich wollte es eigentlich. Ich wollte es eigentlich. Nächste wird nichts übrig lassen. Jedes Witzel. So, geschafft. Den Seichschöpfer da. So. Wir geben jetzt da die Zwiebel einfach zur Milz dazu. Aber Eiswasser oder sowas brauchen wir hier nicht für den Lippstift. Wir werden es gleich pürieren. Gut. Da gehen wir jetzt zu den Liebstöckel, geben wir ein bisschen Schlagobers dazu. Mhm. Und dann versuchen wir die ganze Geschichte ein bisschen salzen damals. Und zu machen. Ah, da war was. Hier ist ein. Sag mal, wie so ein Butterbrot einfach okay. Schön aufstreichen. Dann kommt der Deckel drauf. Und gleich die nächste wieder. Gut. Wir machen jetzt 5 so Schichten, deswegen haben wir es auch halbiert. Und wo wird das dann gegart? Im Backrohr. Ah, soll es vorheizen? Das war gut, ja. Okay, geht auf. Die ganze geht's? War ja. Ja. Super konsistent. Ist jetzt nur Liebstöckel, Salz und ein bisschen Schlagobers. Genau. Und wenn man es eben vorbereitet, kann man da wirklich jetzt in eine so Silikonmatte oder Eiswürfelform kann man das reingeben. Ja. Und man hat einfach dann immer schöne Liebstöckel. Und wofür würden Sie das noch verwenden zum Beispiel? Erdäpfelpüree. Ah, mit Erdäpfelpüree und einfach das ein bisschen dazu. Das ein bisschen dazu, sensationell. Oder irgendwelche Soßen, oder? Soßen, genau. Ja. Das heißt, wir pürieren das jetzt hier durch. Wir pürieren das durch. Und dann legen wir unsere Stiele rein. Genau. Und Schlagobers geben wir ein bisschen dazu, dass es ein bisschen besser vermengt. Und dann schauen wir nachher noch. Mhm. Kann man eigentlich schon pürieren. Schauen wir schon? Ja. Lassen wir jetzt einfach ziehen gehen. Gut. Seifen wir es nochmal ab. Schicken wir es eigentlich fertig. Und das soll ich also die kann man jetzt wirklich, die lassen wir einmal aufkochen und stellen es auf Zeit und lassen es ziehen. Herdplatte schalte ich schon ein, oder? Genau. Einmal aufkochen lassen und und dann wegstellen und dann lassen wir es einfach ziehen. Fertig, genau. So, jetzt haben wir den Milzschnitten fertig. Genau. Das zieht, das werden wir jetzt abseihen wahrscheinlich. Genau. Soll ich das schon machen? Können wir machen. Im Prinzip, ich habe das auch nur zu zahlen machen. Also das sind schon fertige. Aha, das, ja. So schaut das dann aus. So schaut das dann aus, ja. Das sind die kleinen Dinge. Soll ich jetzt schon was reingeben? Brauchen wir die ganze Suppe? Sonst ja. Kann man, ja, dann kann ja, man eine. Wir brauchen definitiv dann die ganze Suppe. Wenn ich jetzt einen Schaum machen will, brauche ich ein bisschen Luft drin. Ja. Dann spritzt er. Ah, das ist so kann ich gut in den Schöpfer reinschäumen. Ja. Boah, das ist ein Schaum, wie ein Schaumbad. Super, er macht euch so toll, danke sehr. Gerne. Viel gelernt, meine erste Milz. Ja. Habe ich Ihnen zu verdanken. Gerne. Werde ich nie vergessen. Ich bin so froh, dass ich endlich was zum Essen kriege. Ja. Danke sehr. Jetzt gehe ich Suppen essen. Bitte.